einmal am Anfang ganz extrem. Und seitdem mache ich den Fehler nicht nochmal. Wie, haben die dir das Auto ausgeräumt oder was? Ja, aber du kommst ja nicht dazu. Du kommst ja nicht dazu, die Scheiße auszupacken, weil ständig irgendjemand was in der Hand hat und wissen wir, was da kostet. Was sind das für Leute, die immer was in der Hand haben? Das sind ganz normale Leute. Beschreib die mal. Ja, das sind so Taschenlampen-Leute. So, die haben so Taschenlampen auf dem Kopf, aber brauchen jetzt nicht mehr selbst. Ach so, stimmt, die gibt's auch. Du wolltest jetzt hören, dass das... Nee, nicht... Meistens irgendeiner, der noch so ein bisschen Klamotten braucht. Denke mir mal aus, sind die Preußen, das ist ganz... Freunde, die aufmerksamen Zuschauer wissen, wo wir sind. Da ist die, wie heißt die nochmal, die Brücke? So und so, Heinrich-Erhard-Brücke. Da hinten links, also wenn man jetzt hier, da kommt der Bus, ne? Ihr wisst, Kreisverkehr, da sind wir hergegangen. Da hinten, oh. Da geht's so rein, Orange. Und da ist der Hafen. Ach guck, das können wir uns jetzt... Oh, haben wir ein Glück, dass ich die Kamera am Laufen habe. Jetzt fahren wir hier, haben wir Verkehr, da kaum. So, da sehen wir nun den größten Binnenhafen der Welt. Oder so. Im Morgenschimmer, die Ruhr liegt dort, sehr schön, sehr geschmeidig hier. Und wo ist die Schrottinsel? Ich wollte auf jeden Fall mit euch da irgendwo zur Schrottinsel. Links. Links ist die. Ich kenne mich. Da ist die Schrottinsel. Schrottinsel ist legendär. Da wird auch gearbeitet am Morgen. Seht ihr den Kran? Da sind dann so Magneten drin. Ja, hier, Tourismus. Guckt es euch an. Hier, alte Gebäude gibt es auch. Das da. Hamburg lässt grüßen. Und das war der größte Binnenhafen der Welt, behaupte ich jetzt mal. Ist aber nicht der größte Hafen der Welt. Hier MSV-Flaggen vor diesem alten Gebäude. Ach, nee, das ist die Reederei Renus. Die kennen wir von gegenüber. Da ist jetzt auch irgendwo die Orange wahrscheinlich. Genau. Man weiß es nicht. Ich bin hier immer komplett verloren. Ihr merkt das schon, auch jetzt noch. Der Hamburger Hafen ist auf jeden Fall trotz allem größer als der Duisburger Hafen. Der Hamburger Hafen ist aber vor allem auch ein Tiefseehafen. Und deswegen zählt er nicht zu den Binnengewässerhäfen, auch wenn er in einem Binnengewässer ist. Ja, da sieht man meinen Schrott. Da ist die Gitarre. Hier ein wunderschöner Stand und ich kann mal kurz zeigen, hier sind ganz viele Uhren. Und das hat zu einer Massenpsychose am frühen Morgen geführt. Wir sind hier an der schönen Rheinpromenade. Das ist ein ultra geiler, der geilste Flohmarkt. Guck mal da. Ja, ihr wisst, was das ist. Hier ist so ein Parkfläche-Nebenbereich. Auf jeden Fall gab es eine unfassbare Massenpsychose am frühen Morgen, nachdem einfach eine Kiste mit so Uhren und Schmuck dahingestellt wurde. Das ist unfassbar. Ich kann es kaum beschreiben, mir ist auch immer noch so die Spucke weg. Ich muss erstmal hier mich auf so eine Bank setzen da. Und so chillen wir hier mit Radio China International, dem besten Sender der Welt. Ja, Verkauf läuft gar nicht. Wahrscheinlich werden keine Gelder gemacht. Mein Radio ist zu teuer, aber ich will es auch eigentlich nicht verkaufen. Denn hier, wir sind ja hier am Rhein. Guck mal, ich merke gerade erst, dass das gar nicht so schlecht ist. Ich will es nicht mehr abgeben. In der Innenstadt nicht gut, im Freien Premium. Das ist hier die Atmo. Bisschen Gruppe im Hintergrund. Wir kennen das ja von den anderen Vlogs. Wir sind immer an der gleichen Stelle hier irgendwie, ich weiß auch nicht. So, jetzt habe ich hier irgendwie den Stand. Also auf einmal ging dieses Radio an. Machen wir wieder aus. Wir hören BBC 4. Laufen. Aber, das wollte ich sagen. Ey. Faden verloren. Läuft ja auf jeden Fall nicht. Muss mal gucken. Und also der Kaffee hier, der sorgt für Sodbrennen, aber hält wach. Wie ist der Verkauf? Was machen die Geschäfte? Der ist solide, wenn man das Wetter in Betracht zieht. Ja. Interessante Sachen zu meinem Verkauf gibt's nichts. Alles ist vor dem Regen geschützt darunter und wird hier irgendwie auch nicht freigeboten, weil keiner will so TV-Videosender haben. Und das Radio ist scheinbar zu teuer, Gitarren will eh keiner. Dafür viele interessante Gespräche mit vor allem türkischstämmigen Leuten, die alle diese Kurzwellenradios kennen und den Umgang damit kennen. Und das ist interessant, weil Radio Stimme der Türkei ist einer der berühmtesten noch funktionierenden Sender mit deutschem Spracheprogramm und so. Richtig geiler, guter Empfang immer. Aber ich wollte kurz das Panorama zeigen. Darum sind wir ja hier. Ne, also was will man mehr? Ja, einer der schönsten Orte, um überhaupt zu sein. Hier kommen die Boote. Da geht's runter nach Düsseldorf. Kurzes Statement zu diesem Sony-Kaputtgerät. Das will absolut niemand. Niemand will das. Absolut keiner. Es wird nicht nachgefragt. Niemand interessiert sich für schwarzen Plastikmüll aus den 90ern. Merkt euch das, wenn ihr Ghetto-Blaster kauft. Deswegen habe ich den auch im Müll gefunden, unter uns gesagt. Da aber noch funktioniert. Und dann habe ich versucht, ihn zu verbessern. Jetzt ist er zum Ausschlachten. Ja, Freunde, ich muss mich ein bisschen distanzieren. Das ist stressig. Vor allem Pinkeln kostet Geld. Aber ich bin nicht bereit, da jetzt einen Schein für anzubrechen. Guck mal, da haben sie auch was.
Hier sind die Opferstände. Aber da gibt's vielleicht ein paar Schnäppchen. Jetzt muss ich da irgendwie wieder runterkommen. Gemälde. Der Pegel ist bei, weiß ich nicht, 43,20 Meter, 432 Meter oder 4,32 Meter. Und da haben wir sie wieder. Sieht schon, na, ich habe jetzt die Sony nicht zur Hand. Kann man gleich vielleicht nochmal, denn ich würde auch gerne diesen Kopf da. Also wir müssen auch irgendwie mal auf diese Insel kommen. Kriegen wir schon hin in Zukunft. Hier in Bayern, ich bin extra von dem Trubel weggegangen, um mich hier auf so einer Bank zum Beispiel niederzulassen. Aber das ist natürlich ein Kinderspielplatz dahinter. Ich komme mir diskriminiert und bayerisch vor. Ach, verdammte Hacke. Da übrigens, ist das die Polizei? Könnte gut sein, ne? Waschupo? Wasserschutzpolizei? Ja. Rennen wir besser weg. Ja, hier ist ein stabiler Ort, da ist mein Müll. Da ist so eine stark befahrene Brücke. Da ist der Hafen. Das sind meine Füße. Ah. Das ist ja echt ein guter Spot. Ist er abgesichert? Aber ich muss mich ja nicht absichern, ich mache ja nichts. Also, alles gut. Weiter geht's. So, könnt ihr den Schriftzug da hinten entziffern? Hamburg. Die Stadt im Grünen. Also nicht Hamburg, Hamborn. Entschuldigung. Die Stadt im Grünen. Ja, ein bisschen grün ist ja. Nicht so viel, aber ein bisschen. So. Da war das, was wir sehen wollten. Ach nee, halt, das wollen wir noch mit dem Bild haben, natürlich. Ja, da hinten waren wir. Da ist mal wieder, Entschuldigung, Himmel gefilmt. Da ist mal wieder niemand. Aber so ist das. Die dicken Pötte fahren da lang. Da geht's in die Ruhr. Und da unten stehen die Scalper. Ja. Und ich bin jetzt schon auf halb durch und gehe entsprechend zurück. Ich komme ja immer noch ein bisschen verboten vor, muss ich ehrlich sagen. Man hat sich dazu angewöhnt, immer in Bewegung bleiben und so, ne? Da war ein schöner Spot eigentlich. Brücke ist mir jetzt schon zu unangenehm hier. Das nervt mit den Autos. Immer wieder zu dem Spot oder ich gehe einfach ganz zurück. Ne, man hält das dann ja auch immer so in der Hand versteckt. Das ist auch so ein Reflex aus vergangenen Zeiten. Aber Opa erzählt vom Krieg. Ja, nicht ganz geschafft. Immerhin den Samen verteilt, oh ja. Ah, ich hab nicht auf Aufnahme gedrückt. Ah, bitter. Naja. Das Statement zur Reklamation. Ja, wenn man nicht zufrieden ist, dann kriegt man das zurück. So sieht's aus. Ein freudiger Stand und niemand, absolut niemand, interessiert sich für das ausgesprochen günstige Metallica-Bootleg, was man im Internet nicht kaufen kann. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung, was gut ist. Hast du da etwa einhandöffnende Messer, die so ein Verriegelung automatisch machen? Oder was ist da in der Kiste? Achso, das sind normale Schnitz. Griffe. Das gibt es hier gar nicht. Ah, gut. Ich dachte schon, ich hätte es gesehen. Ist der Bogen legal? Ja. Ja. Ich bleib hier einfach sitzen. Ich habe auf jeden Fall viele Kassetten und das freut. Gucken wir uns nachher mal den Hall an. Dabei noch ein schönes Potsdam, dann bin ich richtig fertig. Ich bin todesfertig. Ich saß auch die ganze Zeit in der Sonne. Vielleicht habe ich einen leichten Sonnenstich. Kann ich den Würfelbecher hier haben? Ja. Dankeschön. Ich habe einen Würfelbecher jetzt. Was kann ich noch haben? Komm. Jetzt ist Geschenkezeit. Guck mal, ich schenke dir das. Tut mir leid. Ein Remote Control Signal Extender. Das möchte ich nicht haben. Guck mal, mega geil. Nehmt doch stattdessen eine E-Gitarre mit. Ja, aber du hast gute Ideen, hör mal. Da brauchst du keine Batterie, ne? Ja, eben. Ist passive Elektronik. Magnetismus und so. Ja, aber das gibt's auch gut. Bitte. Ja, das gibt's auch noch. Alles für 15. 15? 1,5. All diese. Da kann man so Fernsehsignal. Da fährt zum 700. Mal die Touristenbörse lang. Ich finde natürlich nur das Schiff, nicht die Leute. Ja, ich war zu spät, die Kurve verpasst. Ich komme dann da so raus und dann... Sieht spektakulär aus ein bisschen. Ihr kennt das vielleicht, ist nichts Besonderes. Leute wollen das Sony-Radio haben, aber der Empfang hier war so gut. Ich weiche nicht ab von dem Fuffi. Das ist meins und bleibt meins. Das ist ein Gewinner. So, also der Hall kommt dann gleich noch. Jetzt gibt's erstmal für mich noch andere Sachen. Weiß ich gar nicht, ob ihr mitkommt. Wenn, dann nur in ausgesprochen kryptischer Form. Aber erstmal hier jetzt. Ping, Alter. Pingelingeling. Einfach nur köstlich, so ein schönes, kaltes Potzlandbier an einem schwülen Tag. Ich bin völlig übernächtigt, denn ich habe gar keinen Schlaf nachgeholt. Ja, liebe Freunde, also der Flohmarkt war am Samstag und heute ist Dienstag. Es ist Dienstagnachmittag. Das heißt, ich war ein bisschen angeschlagen am Sonntag und gestern hatte ich einfach keine Lust, weil es so warm war. Aber hier ist der Hall und wir sehen schon, das Highlight schmeißt sich mal zur Seite, Diana. Und natürlich wissen wir, wer das ist. Es ist Diana Ross. Hat scheinbar mal 1,99 gekostet. Bei Saturn. Ah, bei, hier bei CD André. Absolut wertlos. Wer hat denn das gekauft? Also, naja. Ich habe das auf jeden Fall. Ich kann mir nachvollziehen, warum man das gekauft hat, denn ich habe es auch gekauft. Und zwar,
Hier wegen der Lieder, denn da ist natürlich hier Upside Down, ist glaube ich das bekannteste von ihr oder so, oder I'm Coming Out oder Give Up, keine Ahnung. Ist es da? Ich muss da mal kurz reinhören. Hören wir da mal rein, weil ich hoffe, dass da das bekannte Vaporwave-Lied drauf ist. Das Macintosh Plus 420-Lied, aber ich glaube nicht. Wir hören mal rein. Der Zustand der Platte ist natürlich exzellent. Sowas hört sich ja auch kein Mensch an. Machen wir das Gerät mal an und ich glaube, das letzte Lied auf Seite 2. Ja, was ist los hier? Muss ich nachhelfen? Ja, muss ich. Ah ja, wir haben größere Probleme hier. Warte mal, so jetzt. Alles sehr mechanisch, ihr kennt das ja. So, wir gehen, ich bin gleich wieder da. So, jetzt wird's spannend. Das letzte Lied auf dem Album. Ist es Macintosh Plus oder nicht? Leider nein. Kann ich direkt sagen, leider nein. Das ist das gesuchte Lied. Dicker Fail, falscher Album, aber egal. War gratis bei den anderen Sachen dabei und die gucken wir uns jetzt mal an. Diana hat enttäuscht. Junge, was ist das überhaupt? Was ist das? Das ist alles ganz seltsam, dieser Vibe der Spät-80er, frühe 90er, komische Jeans-Sexualität weiblicher Popgrößen. So, dann haben wir Easy Rider, jawohl, das ist auch mal was Feines. Der Easy Rider Soundtrack, ihr kennt ihn wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Hier so Hippie-Musik hintereinander, kann man, wenn der Kurs klein ist, kann man das gerne mitnehmen. Dann haben wir hier, das ist ganz geil, Blue Oyster Cult, Some Enchanted Evening. Das ist so ein Live-Album von denen, Seite 2 ziemlich nice, Kick Out the Jams, bekannt von, Rage Against the Machine, Godzilla, bekannt von Fu Manchu, beste Version, Fu Manchu Live-Album, Don't Fear the Reaper, deren größter Hit wahrscheinlich, wie Gotta Get Out of This Place, ja, aber hier die beiden, Kick Out the Jams, Godzilla, die sind das schon wert. Manch einer möchte natürlich Astronomy, habe ich mir aber noch gar nicht angehört. Kann man hier ein Thumbnail draus machen. So, muss nur die Kamera lang genug draufhalten, irgendwann wird YouTube das automatisch vorschlagen. Das sollte reichen. Hier nun das Highlight, absolutes Highlight, bei den Platten. Nämlich Black Sabbath Paranoid Single, für die der gute Mann 5 Euro wollte. Auf der Rückseite ist The Wizard. Das ist natürlich bei weitem keine 5 Euro wert, aber gut, ich habe dann irgendwie Diana Ross oder so dazu gekriegt. Diese Platte hingegen ist die einzige Version der Paranoid Single, die scheinbar sogar über 10 Euro wert ist, denn es ist hier so eine High-End Single, wisst ihr, mit diesen Rillen und mit so einem eingelassenen, gestanzten Sticker. Und das ist eigentlich die Version, die in Jukeboxen landen würde. Dann wäre das hier aber komplett ausgestanzt. Das ist irgendwie mega selten, dass das die Jukebox-Version ohne Ausstanzung ist. Man sieht, dass in der Mitte, das ist nicht so schön gemacht, auf beiden Seiten. Die hatten wahrscheinlich schon im Sinn, dass sie das noch ausstanzen werden, haben es dann aber aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Bei Discogs, gut, Discogs ist Mist und Discogs treibt einfach nur die Preise hoch, ist absoluter Müll. Aber bei Discogs gibt es eine einzige Version, die so ist und die, da will der gute Mann 12 Euro haben. Also, kann man mitnehmen. Ja, haben wir das. So, die wahren Highlights sind natürlich hier beim Kassettenbereich, denn, guckt euch diese Sammlung an, da gab es für 5 Euro jede Menge Kassetten und vor allem auch so Hüllen, einfach leere Hüllen, wie diese hier, kann man immer gebrauchen, habe ich umsonst dazu gekriegt, sehr sympathisch, danke an die Dame. Was haben wir hier? Ich habe mitgenommen, James Last, Russland, Zwischen Tag und Nacht, um da auch mal wieder was politisch Aktuelles mit aufzunehmen. Dieser Mann wird wahrscheinlich von Moskau aus gelenkt. Dann diesen Clown haben wir, das ist Horst Schlag, ein Düsseldorfer Karnevalist. Habe ich nur mitgenommen, weil auf der Rückseite steht das hier, für Jugendliche nicht geeignet. Ist scheinbar von ihm selbst rausgebracht worden damals. Hier haben wir seine Anschrift eingestempelt. Und ja, der haut da, der improvisiert ziemlich derben, nicht jugendfreien Humor vor sich hin. Georg Friedrich Händel muss natürlich auch dabei sein, weil war dabei und das ist eine sehr gute Kassette, das ist nämlich eine Chromdioxid-Kassette. Ja, also erhöhte Audioqualität, das ist eine Typ 2. Ist es überhaupt die? Vielleicht ist das keine Chromdioxid, vielleicht vertue ich mich da gerade. Hier nochmal gucken. Doch, ja hier, Chromdioxid. Das ist hochwertig, die klingt sogar ganz gut, die ist keine schlechte Qualität. Und Georg Friedrich Händel natürlich vor allem für eine Sache bekannt. Nicht nur für seine Musik, sondern auch dafür, dass er quasi der Nachbar von Jimi Hendrix war. Die Wohnung von Jimi Hendrix in London ist Nummer 25 und auf der gleichen Etage, also quasi eine Wand hat die beiden nur getrennt und 200 Jahre, auf der Nummer 23 hat der Händel damals gewohnt. Und ist da, glaube ich, sogar gestorben. Jimi Hendrix ist da in der Wohnung zumindest nicht gestorben. Dann haben wir hier Schmucke Mucke, Rush Rush, Hooked on You und so komische 90er Jahre Dance Mix. Naja, aber immerhin XDR, HX Pro und so, das ist gute Aufnahmequalität. Aber inhaltlich natürlich völliger Mumpitz. 20 Explosionshits, typischer 70er Jahre Billig-Sampler, kann man aber aus ironischen Gründen durchaus zwischendurch mal anwerfen. Um weiter mit den Originalen zu machen, hier, das ist ziemlich cool, das sind die Shadows, hier hat aber jemand sich vertan und hat daraus The Shadow gemacht. Das ist kein Bootleg, das ist ein offizielles Album, wo halt irgendwie der Name der Band falsch geschrieben wurde, sowohl auf der Hülle als auch auf der Kassette. Also die Band heißt The Shadows, nicht The Shadow, die machen so komische Surf-Sachen, sind, ist ganz chillig eigentlich, für so Gitarrenfreunde, die auch keinen Gesang mögen, perfekt.
Eine Sekunde. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Shadows, ne? Das sind halt eigentlich sehr wichtig. Dieser Mann hier, vor allem Hank Marvin, diese ganzen britischen Gitarristen der 60er hier, was weiß ich, diese ganzen Jimmys und Jeffs und so, die haben sich alle auf Hank Marvin berufen und zwar auch zu Recht. So eine Art, was ist das so? So Easy Listening, Musik zum Träumen, würde WDR4 es nennen. So ein bisschen auch Surfrock. Das ist echt ganz gut. Ich bin zufrieden mit diesem Album. Bin froh, dass ich es habe. Habe ich mir sogar schon komplett angehört. Ist gar nicht so schlecht. Da sind natürlich so Klassiker drauf wie Honky Tonk Woman, Goodbye, Yellow Brick Road und vor allem Walk Don't Run. Das ist ziemlich ganz cooles Lied. Alles Covers, aber ist halt, das ist richtige Rentnermusik. Also das ist Musik für die Rentner, die schon gar nicht mehr leben. Dann aber das Highlight unter den Originalkassetten. Hier, zack. Geräusche. Einfach Geräusche. Hier, wie sie die Muschel ans Ohr hält. Warum ist das eigentlich so? Ja, warum, was tut sie denn da? Sie hört ihr Meeresnacken, sind auch Geräusche, die da rauskommen. Auch Chromdioxid. Hervorragende Qualität, die Geräusche. Und halt wirklich 94 Geräusche. Wir können ja mal reinhören. Ich schmeiß uns das Ganze mal rein. Muss ich mal kurz hier alles drücken. So. So, Geräusche. Wir spulen rein. Und machen einfach mal ein Geräusch an. Achso. Entschuldigung, wir sind hier auf Radio. Das Ding hat so viele Funktionen, da muss man auch erstmal bedienen. Keine Ahnung, was das für ein Geräusch ist. Handwerk wahrscheinlich. Oh. Ja, das sind so die Geräusche, die dann da drauf sind. Das ist natürlich für den Schmalspurfilmer und den Hobbyvideografen sehr wichtig. Auch gut für Leute, die ihre Nachbarn einfach nur nerven wollen den ganzen Tag über. Das sind die 8-Stunden-Mixe ihrer Zeit. So ein Flugzeug in echtes. Naja, machen wir weiter. Kurze Eskapaden. So, lange spulen wir ein bisschen zurück und dann können wir uns entspannte Geräusche im Hintergrund laufen lassen. Ich habe da auch so eine Schallplatte mit Geräuschen und ich bin jetzt offiziell unter die Sammler von so Geräusche-Releasen gegangen. Ich habe schon festgestellt, gibt da einige Schallplatten mit Geräuschen, aber auch viele Kassetten mit Geräuschen war früher scheinbar wichtig. Das wäre doch ein Beruf gewesen, dem ich auch selber gerne nachgegangen wäre damals. Das wäre mein Traumberuf der 70er Jahre gewesen. So, hören wir uns diesen Zug an und gucken weiter. Ich mach den ein bisschen leiser, damit er nicht ganz so nervt. So, dann haben wir hier die ganzen selbstgebrannten, selbst aufgenommenen Kassetten, die natürlich alle ihre Inhalte gelöscht haben. Da fällt auf, wir haben hier diese komischen. Könnt ihr euch auch mal kurz, ihr lernt jetzt einfach über Kassetten. Man sieht hier, ist schon die Farbe abgeblichen, also ist keine gute Qualität an Lack. Dann steht Made in Hong Kong. Sandra Kassette, give you 60 minutes of playing time. Das ist alles, was wir an Informationen erhalten. Und nicht Made in West Germany, sondern Made for West Germany. Das... Und übrigens kombiniert mit Hi-Fi Low Noise und dem alten Kompaktkassettenlogo, das ist eine sogenannte Typ 0 Kassette. Das ist der letzte Schrott. Die ist auch schon gerissen, ist mir beim Spulen gerissen, weil es einfach der letzte Schrott ist. Ich werde sie trotzdem kleben. Da kann man ja wenigstens üben, so Kassetten zu reparieren. Das ist auf jeden Fall ganz großer Müll. Allerdings, hier haben wir noch so eine. Wieder Low Noise. Verschraubt wird hier mit, als wäre das irgendwie was Besonderes in den 70ern gewesen angegeben. Aber ich glaube, das ist auch noch immer die typische Typ 0. Hat wahrscheinlich mal einer Schlager drauf aufgenommen oder so. Wollte der heute eine Mark sparen. Hier 66 Minuten über übrigens und hier grünes Papier-Liederband. Ist das etwa doch eine Agfa? Wenn ihr es wisst, lasst es mich wissen. Das hier hingegen. Ja, das ist eine richtig gute Typ 0. Ich muss mal kurz vorbereiten, dann zeige ich euch das. So, vergleichen wir mal diese Typ 0, die ich als gute Typ 0 bezeichnen würde, gegen hier die 66 Minuten Billig-Typ 0, die schrottige. So sieht das Band bei der Billigen aus. Und man beachte, wie auch dieses Filzding, was hinterm Band ist, schon lange weg ist. So einfach so kotbraun, ne? Aber hier hingegen, das ist so eher schwarz. Und das Filzband ist auch noch da, das Filzplättchen ist noch da. Das ist eine Typ 0 mit, mit Typ 2 Band. Also das ist vielleicht Chromdioxidband. Ich riech mal dran. Riecht doch so. Riecht einfach nach Wachsmalstiften, riecht Chromdioxidband. Hitfieber hat jemand aufgenommen. Das ist wahrscheinlich irgendwelche Restbestände von BASF oder so, die da verbraucht wurden. Ist ja auch made in Western Germany und nicht made for Western Germany. Ein großer Unterschied. Das hier gar keine schlechte Typ 0. Kann man halt nur auf Typ 1 Position abspielen. Typ 2 Band drin und Optik einer Typ 0. Das ist eine tolle Kassette, so müssen die sein. Mit dabei natürlich dann auch hier so eine irgendeine generische Typ 1. Ja, das kann man alles gut überspielen, kann man nutzen. Da ist der Disco-Mix drauf gewesen von Scotch. Dann haben wir hier einen Klassiker, jawohl, eine Aqua Stereo Chrome, 90 Minuten, Typ 2, wo natürlich hier die lustigen Mosacher bayerische Lieder und Witze, Rheinlieder, das ist ganz großer Rotz, der da drauf ist. Also,
Ein Highlight hingegen ist die hier. Ne, die hier noch nicht. Aber ist auch eine gute Kassette, die man überspielen kann. Hier irgendwelcher Rotz wieder drauf. Blasmusik auf der einen Seite. Ist aber auch eine alte BASF im guten Zustand. Echtes Chromdioxid. Also sowas wird heute nie hergestellt und wird wahrscheinlich nie wieder hergestellt. Und übrigens, ich rede vielleicht ein bisschen schnell. Müsst ihr euch jetzt mal ein bisschen konzentrieren beim Zuhören. Hier sehen wir das rote Liederband. Und das haben wir hier auch gehabt vorhin. Deswegen vermute ich, es ist BASF. Hier eine Sony CD Alpha oder so. Eine der Endkassetten, gegen Ende der 90er wahrscheinlich, weil da CD draufsteht. Oh, kann man auch überspielen. Das hier sind dann die beiden Highlights, die ich ergattern konnte. Internationale Funkausstellung 1983. Zweimal 90 Minuten hat jemand eine komplette Radiosendung aufgenommen, die früher halt noch wirklich aufwendig produziert war. Mit Live-Publikum, mit Orchester und die blicken halt auf diese Zeiten zurück. Das sind zwei coole Aufnahmen, die ich auch nicht löschen werde, sondern... Ja, anhören werde ich mir die wahrscheinlich auch nicht. Die lagert man ein und hat die dann. Ja, und so sitze ich dann hier mit meinen Kassettenausbeute und denke mir, jawohl... Hören wir uns noch weitere Geräusche an. Ich hoffe, der Haul war jetzt nicht zu hektisch und zu lang oder so. Ich hoffe, euch interessiert überhaupt diese Kassettenblödsinn. Kassetten kommen zurück, ich sag's euch. Bunkert bloß die BASF und Aqua Chromdioxidbänder. Es gibt nur Chromdioxidbänder von BASF und Aqua. Alle anderen schreiben es vielleicht manchmal drauf, haben aber keine Lizenz dafür gehabt. Das ist dann nur Position Chrom und das soll euch in die Irre führen. Das ist echtes Chromband. Wenn man dran riecht, merkt man sofort, riecht nämlich nach Wachsmalstiften. Ah, köstlich. Ja, ich hoffe, ich kann das alles erstmal so drin lassen und brauche nicht weiter hier rumschneiden oder das Ganze nochmal aufnehmen und kann das dann endlich hochladen. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern. Ich hoffe, es hat Freude bereitet. Und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video. Jetzt, heute ist wunderschönes Wetter. Ihr seht, der Hanf, der fast erntereif ist. Nur wenige Tage. Freut sich auch über die Sonne und ich freue mich auch. Und so wird es dann auch vielleicht gleich mal rausgehen, irgendwie an die Ruhr irgendwo und da mal die beiden ein Jahr abgelaufenen Craft-Biere trinken. Danke, Abo, liken und so. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns demnächst. Verpasst bloß nicht, wie es hier weitergeht. Es ist nur von Vorteil für euch. Peace.